Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch einfach nur sagen, dass ihr wieder in 84er, 83er und 85er Spieler investieren könnt. Wieso, weshalb, warum, das werde ich euch gleich noch erklären, aber falls es euch gefällt, dass ich wieder mehr Trading Tipps mache, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Dieses Wochenende werde ich wahrscheinlich auch wieder die Weekend League zocken, also da wird es auf jeden Fall auch Streams auf YouTube geben. Ja, Freunde, dann kommen wir jetzt zum Trading Tipp. Also, wie gesagt, man kann wieder in 83er, 84er und 85er investieren und ich werde euch jetzt erstmal erklären, wieso. Also, es gibt immer wieder bei den Squad-Building-Challenges, da gibt es Challenges, wo man dann eben ein bestimmtes Rating braucht. Und das gibt es eben, gab es eben schon 3 bis 4 Mal, glaube ich, in FIFA. Und davon deswegen gehe ich davon aus, dass es das sicherlich auch noch ein 5. Mal geben wird. Und von dem her steigen dann eben diese 84er, 83er und 85er Karten extrem an. Zum Beispiel jetzt ein Turan, den habe ich mir jetzt eben gekauft für genau 2200 Coins. Der war bei der letzten Challenge, also bei der letzten Squad-Building-Challenge, wo man eben ein bestimmtes Rating brauchte, also eben ein 84er-Rating zum Beispiel, da war der einfach mal 4500 Coins mindestens wert. Also die Spieler verdoppeln ihren Preis einfach mal. Also die Spieler sind einfach während dieser Challenge dann doppelt so viel wert wie jetzt eben. Und von dem her kann ich euch nur empfehlen, jetzt diese Karten zu kaufen, weil jetzt denkt eben nicht wirklich jemand dran. Aber wenn dann diese Challenges draußen sind, dann braucht jeder diese 84er-Karten. Und Angebot ist Nachfrage und von dem her werden diese Spieler dann bei den Challenges steigen. Wann diese Challenges genau kommen, das weiß man nicht. Und das braucht ihr mir jetzt auch nicht in die Kommentare schreiben, weil ich werde es, wenn ich dieses Video hochgeladen habe, immer noch nicht wissen. Das erfahrt man erst, wenn es wirklich draußen ist. Dazu haut EA einfach keine Ankündigungen auf Twitter, Facebook, Snapchat oder so raus. Das passiert dann einfach ganz plötzlich und da müsst ihr dann eben nur eure Spieler verkaufen. Also diese Challenges gehen dann auch meistens 3-4 Tage. Von dem her ist es auch nicht schwer, das zu übersehen und von dem her braucht ihr auch nicht immer fragen, wann diese Challenge kommt, wann man die 84er verkaufen soll, sondern wartet einfach ab, schaut immer in die SBCs rein und wenn dann eben eine Challenge draußen ist, wo man ein Mindestrating von 83 oder 84 oder so braucht, dann müsst ihr diese Spieler verkaufen. Also ich zeige euch jetzt, in wen ich investiert habe, also Turan für 2200, dann Patricio für 2100. Ich habe jetzt nur in 84er investiert, das habe ich vorhin im Stream gemacht. Ja, Sommer könnt ihr natürlich immer investieren, den habe ich aber mal in einem Pack gezogen, aber der ist auch so 2000 Coins wert, also Sommer ist auch immer eine gute Option. Allgemein, Torhüter gehen meistens besser als normale Feldspieler, also die sind meistens noch ein bisschen billiger. Klick habe ich gekauft für 2000 Coins, dann noch einen Cavallio für 1800 Coins, also der ist sehr, sehr günstig, aber Subasic ist noch ein bisschen günstiger. Der hat nämlich ein Upgrade bekommen, der ist eigentlich eine 83er Karte und den könnt ihr jetzt eben für 1700 kaufen, das ist mega günstig. Und der letzte Spieler ist dann Toprak, den habe ich für 2000 Coins gekauft. Und ja, Spieler, also 83er Spieler, in die ihr investieren könntet, wären zum Beispiel Consigli. Das ist einfach irgendein Spieler, würde ich jetzt mal sagen, den man nicht unbedingt in einem Team verwendet. Also eher Spieler, die man nicht wirklich verwendet. Lopez wäre dann zum Beispiel auch noch am Start. Und ja, das sind eben solche Spieler, in die ihr gut investieren könnt im Moment. Und wartet einfach ab, habt Geduld. Ihr werdet eure Coins zu 100% verdoppeln, wenn solche Challenges rauskommen. Und ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem kleinen Trading-Tipp. Falls er euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, checkt die Videobeschreibung ab. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.